Hallo und einen wunderbar herzlichen Willkommen am heutigen Abend oder auch am heutigen Mittag oder am Morgen oder wann auch immer ihr uns hier hört. Ihr kennt das ja alle schon im, nicht im Livecast, nein, im Playcast jetzt wieder. Auf playmassive.de präsentieren euch exklusiv der Hyuga, Grüße an dieser Stelle wie immer. Und ich, die Draki, die heißesten News der letzten Woche und haben heute auch schon ganz schön was am Start. Richtig, wobei wir eigentlich heute gar nicht so viele Themen am Start haben, was einfach daran liegt, ja, die Sommerpause steht quasi kurz vor der Tür, die hat schon geklingelt, wir müssten sie bloß noch reinlassen, deswegen wird das jetzt so mit den euphorischen MMO-News alles ein bisschen dünner, aber ja, davon lassen wir uns natürlich nicht einschüchtern. Kommen wir deswegen gleich mal zum Highlight der vergangenen Woche. Damit rede ich natürlich vom Playcast bzw. vom Livecast, der Live-Ausgabe des Playcasts, die wir am Freitagabend ja vollführt haben, würde ich mal sagen. Ja, die wir ganz wunderbar vollführt haben. Nachdem wir euch nämlich erstmal eine halbe Stunde, glaube ich, war es ungefähr, das Tribunal erklärt haben und den Leuten, die nicht dabei sein konnten, erzählen wir dazu auch gleich nochmal ein, zwei Sätze. Haben wir eine total coole Runde LOL gespielt, in der 9 von 10 Leuten voll gefailt haben. Ja, quasi. Ja, und das ganz vorne dran der Yuga und ich. Ja, das war ein ganz, ganz lustiges Match. Ja, ich war leider etwas gehandicapt, weil ja, ich musste nebenbei noch meine ganze Kamera steuern, ich musste den Stream steuern und ja, mich selbst auch noch steuern und stellte leider Gottes letzte fest, dass ich... Immer am schwersten. Ja, leider, dass ich im Fenstermodus eben nicht so schön mit der Maus spielen kann, deswegen sorry nochmal an meine Teammates, dass ich da so ein bisschen rumgefailt habe, aber es war auf alle Fälle lustig und zumindest von den Leuten, die mitgespielt haben und von den Leuten, die auch mit im Chat waren, kam ja wirklich durchgehend positive Resonanz, finde ich richtig cool. Ja, wir möchten natürlich jetzt auch erstmal noch unsere Community ganz positiv renunzieren oder resonanzieren. Resonanzieren? So, genau, wir resonanzieren unsere Community und freuen uns natürlich, dass ihr so zahlreich im Chat und oder im Spiel auch mit dabei wart. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben auch unglaublich viel gelacht. Ja, auf alle Fälle. Ne, das wird es natürlich jetzt auch öfter geben. Geplant sind bisher entweder alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen, müssen wir mal schauen, wie das läuft. Die nächste Ausgabe sollte aber definitiv in 2 Wochen starten und dann nehmen wir uns ein MMO vor, nämlich All Odds. Deswegen könnt ihr euch schon mal, ich mache Ihnen hier meinen schlauen Kalender auf, könnt ihr euch schon mal den Freitag, den 10. Juni, vormerken, denn dann gibt es den nächsten Livecast-Werk, dann nehmen wir All Odds, werde euch da ein bisschen was aus dem Spiel zeigen und wieder jede Menge Spaß mit euch haben. Ne? Also ich fand's wirklich toll, vor allen Dingen halt auch das Tribunal, die beiden Live-Fälle. Würde mich natürlich jetzt mal ja interessieren, was aus dem Typen geworden ist, den wir da bestraft haben. Der gute Gasmask. Gasmask, ja. Egal, ne? Wie gesagt, wir hatten viel Spaß und ja, wir freuen uns dann, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ja, entsprechende News findet ihr vorab auf playmassive.de. Richtig, und dann seid ihr wieder hoffentlich ganz, ganz zahlreich mit dabei. Aber da wir uns ja jetzt schon so schön über LOL unterhalten haben und auch kurz über das Tribunal, kommen wir jetzt auch direkt mal zu den News. Und zwar für die, die beim Livecast nicht mit dabei waren. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, die LOL-Spieler unter das Tribunal ist jetzt gestartet. Das heißt, wenn ihr euch auf www.lol-europe.com einloggt mit eurem Account und Level 30 seid, dann dürft ihr am Tribunal teilnehmen und über gemeldete Spieler richten. Das heißt, ihr bekommt die Items aus dem Spiel desjenigen, ihr bekommt welchen, den Champion, den er gespielt hat, die Stats, den Schaden und so weiter und so fort mit Chatlog und allem vorgelegt. Und seht dann, wofür ist der Spieler gemeldet worden, zum Beispiel Beleidigung, Spiel verlassen, ihr kennt das ja. Und könnt dann entscheiden, war das jetzt hier irgendwie ein, ich bin jetzt sauer, weil ich verloren habe, Meldung, also eine Meldung. Oder war das, hat derjenige wirklich Leute beleidigt, ist derjenige wirklich AFK gegangen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, finde ich. Und danach könnt ihr dann entscheiden, wollt ihr den Spieler bestrafen oder ihm vergeben. Ich meine, natürlich kann man einem Spieler vergeben, der wegen Beleidigung gemeldet wurde und dann nur sowas geschrieben hat wie voll doof, dass du jetzt gestorben bist. Ich glaube, das ist ein verzeihlicher Flame. Ja, auf alle Fälle.
Wir hatten das ja auch im Livecast bei unserem Fall mit, wie hieß er nochmal, Gas Mask. Ja, mir verfällt der Name immer wieder. Und wir haben ja dann euch quasi daran teilhaben lassen und auch an der Entscheidungstreffung, sage ich mal, teilhaben lassen. Und da hat ja auch wirklich, einer hatte gesagt, dass er nicht bestrafen würde, weil er findet, er hat zwar geflamed, der Spieler, aber nicht so viel, dass man ihn dafür bestrafen müsste. Ne? Die Aussage ist völlig legitim und ich glaube, das ist ja auch das Schöne mit beim Tribunal, dass auch nicht alles so eindeutig ist. Also wirklich nicht jeder denkt gleich, weil für den einen ist irgendwie voll doof, dass du jetzt gestorben bist, schon eine Beleidigung und für den anderen, der steckt das ganz einfach weg. Das ist natürlich beides irgendwo richtig, aber wie würde man entscheiden? Und ich denke mal, dass es für die Spieler ein sehr, sehr interessantes System ist. Zumindest wenn man es dann auch wirklich richtig nutzt und nicht einfach nur da durchklickt und hofft, dass man dafür dann am Ende die Punkte bekommt, dass man sich wirklich Gedanken drüber macht, hey, wie würde ich jetzt da, oder wie reagiere ich jetzt da, nicht wie würde, sondern wie werde ich jetzt da reagieren? Ja, oder wie gehe ich darauf ein? Und der Jugo hat es gerade angesprochen mit den Punkten, ihr erhaltet auch Einflusspunkte für die Teilnahme am Tribunal. Aber nicht, wenn ihr euch einfach nur da durchklickt und irgendwie random hier und jenes das anklickt, sondern... Ich glaube, die aktuelle Version ist, ihr bekommt Einflusspunkte, wenn ihr für das gewotet habt, was die meisten anderen gewotet haben. Richtig. Das geht dann so frei nach dem Prinzip, die Mehrheit entscheidet und die Mehrheit wird dann schon recht haben. Ja, und ich finde, das sind alles eigentlich total klasse. Es sind natürlich auch so Einzelteilsysteme eingebaut. Aber im Endeffekt kann man sagen, wenn ihr im Tribunal richten wollt, ist maßgebend immer der Weg des Beschwörers. Richtig. Was ich auch noch sehr, sehr schön finde, ist, dass man vorher, bevor man in das Tribunal hineinkommt, dass man erstmal aufgezeigt bekommt, ne, wonach sollte man richten und woran sollte man denken. Zum Beispiel, ne, sehr oft gibt es ja auch anderssprachige Spieler, zum Beispiel Franzosen, die man jetzt nicht unbedingt, oder Spanier, Italiener. Und ne, da sagt ja auch Riot ganz klar, richte über niemanden, den du nicht verstehst, weil du weißt ja nicht, was der da jetzt geschrieben hat. Richtig, ich kann nicht jemanden wegen Beleidigung verurteilen, bei dem ich nicht mal weiß, ob er eine Beleidigung geschrieben hat. Genau. Natürlich, ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch bei diesem System, ob dann nicht am Ende zu viele Spieler hinreißen lassen und einfach nur durchklicken oder überall einfach bestrafen klicken. Das wird man dann sehen über die Zeit, wie das Ganze funktioniert. Persönlich finde ich es cool, aber eben, ich weiß halt auch nicht, ob das Ganze richtig funktionieren wird. Aber, wie gesagt, das wird man sehen. Richtig. Und wir gehen natürlich davon aus, dass diejenigen, die im Tribunal richten, auch dem Weg des Beschwörers folgen und entsprechend natürlich nicht wild um sich herum bestrafen. Aber das Tribunal ist nicht das Einzige, was wir diese Woche von Riot zu hören bzw. zu sehen bekommen haben. Wer auf der Homepage war, hat es vielleicht auch schon gesehen. Ansonsten erzählen wir es euch jetzt. Ihr solltet euch das nämlich unbedingt angucken. Uns steht ja mal wieder ein neuer Champion ins Haus. Ne, die zwei Wochen seit, ich glaube, Rain war die letzte, sind ja um. Und dementsprechend erwartet uns natürlich demnächst wieder Neues und das wird sein die gute Orianna. Und zu der guten Orianna, ich glaube sie heißt das die Aufziehpuppe, gibt es ein wunderschönes Grafikvideo, eine Konzeptgrafik zu sehen auf www.lol-europe.com oder bei uns auf playmassive.de in den News, habt ihr auch einen schönen Link zum Video. Und da könnt ihr sehen, wie sozusagen vom weißen Blatt Papier über die ersten Kreise, über den Körper, über die Farbgebung die gute Orianna komplett entstanden ist. Das Ganze ist 6 Minuten und 41 Sekunden lang und das ist ja schon ein harter Zeitraffer. Das heißt, man kann sich so ungefähr vorstellen, wie lange das dauert, so einen Champion zu entwerfen. Richtig, also da wird jetzt kein Designer von Riot 7 Minuten lang da sitzen und dann mal schnell hier, ne, am Laufband das Artwork rausknallen. Ist natürlich alles sehr, sehr im Zeitraffer, aber ich finde es absolut genial. Ich arbeite ja auch selber mit solchen Grafikprogrammen, wenn man dann sieht, wie hier über die verschiedenen Ebenen und mit Färbeeffekten wir quasi noch die Handarbeit, weil die machen das ja da mit ihrem, wie nennen die Singer sich, Paint Pads, irgendwie sowas. GFX-Pads, ja, zumindest das sind so eine kleinen Tablets. Da hat man so einen Stift, da kann man drauf rumzeichnen. Also es ist für jeden, der sowas schon mal hatte, das ist eine absolute Arbeit. Das kann man nicht mit einem weißen Blatt Papier und einem Stift vergleichen, weil es ist alles natürlich nicht so ganz genau. Und vor allen Dingen, man sieht es nur auf dem Bildschirm, was dabei rauskommt. Also es ist eine wahnsinnige Fingerfertigkeit. Graphic Tablet ist das Ding übrigens. Eine wahnsinnige Fingerfertigkeit, die man hier an den Tag legen muss. Und ja, dann mit den verschiedenen Ebenen, die Verschmelzung mit der digitalen Fotobearbeitung. Ich finde es absolut genial. Also diese Videos sind für mich sehr, sehr sehenswert. Ja. Gibt ja einige davon.
Ja, ja, sollte man sich auf jeden Fall angucken, vor allem die Leute, die sich für die neuen Champions interessieren. Genau. Und die Grafiker da draußen, die sich vielleicht auch eine andere abgucken wollen. Wer natürlich von euch so eine Karriere anstrebt, ne, guckt euch das an, das müsst ihr auch bringen, ne? Sonst wird das nix. Gehen wir mal zur nächsten News, zu Age of Conan, Herborian Adventures, zumindest, ja, so der Titel des Urspiels, das ja vor, ich glaube, 2007, 2008 ist das Ganze erschienen, ich glaube 2008 war es, bin mir jetzt echt gar nicht mehr sicher. Du kannst ja nebenbei mal ganz kurz recherchieren und ja, es ist erschienen. Und es war im ersten Monat super, super erfolgreich, ne? Man hat gleich 3 Millionen Boxen rausgehauen. Für viele war Age of Conan erstmal durch die Grafik, durch dieses actionlastige Kampfsystem und ja, war es schon der WoW-Killer schlechthin, aber ne, wir haben es auch schon oft in dem Cast jetzt erwähnt, also in den vergangenen Casts. Es kam der böse Schlag auf dem Hinterkopf, das Endgame war nicht fertig programmiert, es fehlte noch enorm viel im Spiel und ja, Age of Conan war ganz oben auf der Leiter und rasselte dann in einem Zug nach unten durch. Ein harter Kern ist natürlich bei dem Spiel geblieben und die sagen heute mittlerweile, hey, Funcom hat es echt geschafft und Age of Conan fertig programmiert und das Spiel soll jetzt auch wirklich gut sein, aber natürlich, wie es so ist, so ein Spiel muss sich auch finanzieren und ja, da scheint Funcom wohl das ein oder andere Problem zu haben. Zumindest plant man einen digitalen Relaunch des Titels unter dem Titel Age of Conan Unrated und bietet dann ja ein neues Bezahlsystem an und unter anderem wird es dann auch hier möglich sein, das Spiel kostenlos zu spielen. Ja, Age of Conan ist übrigens, wenn ich das jetzt hier gerade richtig lese, am 23. Mai 2008 erschienen. Genau. Alles klar. 2008 war es gewesen. Lag ich ja zumindest in der zweiten Aussage nicht ganz so falsch. Ja, wie wird das dann ablaufen hier mit dem Free-to-Play? Es ist bisher noch nicht so viel bekannt, aber es soll wahrscheinlich kein Itemshop werden, sondern wie eben schon bei der Herr der Ringe Online, ja einfach die Möglichkeit, sich Zusatzinhalte zu kaufen. Das bedeutet, ihr bekommt eine Light-Version des Spiels, ne, Age of Conan Unrated, und könnt dann verschiedene Inhalte nachkaufen, um eben dann das volle Spiel zu genießen. Wie das Ganze ablaufen wird, wann das Ganze kommen wird, ist bis jetzt noch nicht so wirklich klar. Diesen Sommer wurde mal als grober Termin in den Raum gestellt, aber wir wissen natürlich alle, wie das in der Gaming-Branche ist, ne? Mit ersten groben Terminen kann man noch nicht so viel anfangen, weil ne, das wird immer ein bisschen verschoben, aber gerade für mich, als jemand, der Age of Conan schon immer gerne mal spielen wollte, aber ne, Zeit und Geld ist immer so eine Sache, wird es auf jeden Fall mal eine Möglichkeit. Ich werde es mir anschauen, auf alle Fälle. Und ja, mal gucken, was da jetzt die Jungs vom Funcom da abgeliefert haben. Wie gesagt, es soll ja mittlerweile gar nicht so schlecht sein. Nö, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Es gibt ja auch ein paar neue Inhalte in dem im Spiel dann, die auch noch abgeguckt sind. Skandal! Ja. Skandal! Naja, so ganz abgeguckt stimmt natürlich nicht. Und zwar wird es ja bald den neuen Conan-Kinofilm geben. Conan the Barbarian. Ja, quasi Conan ein... Conan the Barbarian Teil 599. Eigentlich gibt es nur 2 richtige Conan-Filme und Red Sonja. Und die sind alle 3 gut. Also Conan ist für mich so eine Ebene mit The Witcher. Zumindest die Filme. Und natürlich die Buchreihe von The Witcher, wenn man das gleichsetzen kann. Aber für mich ist es so eine Ebene, weil es ist so die Art von Fantasy, die ich mag. Es gab ja damals Conan den Barbar, was auch quasi die Vorlage ist für den neuen Film. Da gab es Conan den Zerstörer und eben Red Sonja. Ja, alles 3 geniale Filme, guckt sie euch an. Und der neue Film, zumindest Teile des Films, werdet ihr auch im Spiel wiederfinden. Denn natürlich arbeiten die Leute von Lionsgate, ne, dem Vertreiber von Conan the Barbarian, dem Film, mit Funcom zusammen. Angeblich schon seit 2003 arbeiten sie mit dem Funcom Creative Team zusammen und versuchen wirklich, dass verschiedene Elemente im Film und im Spiel gleich sind. Und ja, die Leute aus dem Film ein Déjà-vu erleben, wenn sie das Spiel spielen. Boah, geil, ne? Den Ort, den ich jetzt gerade betrete, habe ich gestern noch im Film gesehen. Und die Leute, die das Spiel spielen, werden Déjà-vus im Film haben, wie, aha, guck mal da, da war ich schon ein paar Mal gewesen. Der Film, beziehungsweise das Spiel, also die spielerische Version des Films, die Inhalte, die dann in Age of Conan mit drin sein werden, spielen 20 Jahre nach der Geschichte des Films. Und ihr kämpft dann an der Seite von Conans Verbündeten Artus,
Ja, es ist natürlich nicht König Artus, es ist ein separater Artus. Ne, und ja, euch erwarten dann zahlreiche neue Herausforderungen mit die stürmische Küste von Turan. Juhi, also das Ganze da noch heißen Fall, bin da auf jeden Fall total gespannt, weil es ist natürlich schon cool, wenn so ein Spieleentwickler mit einem Filmentwickler zusammenarbeitet und deine eine richtige Welt nochmal erschafft. Ich finde da schon dieses Branchenübergreifende, das finde ich schon irgendwo faszinierend. Das haben wir ja in Star Wars The Old Republic auch, ne, dass wir so nah wie möglich an den Film bleiben sollen. Ja gut, das ist bei Star Wars ist es einfach Pflicht, weil man kauft sich wahrscheinlich das, ja, ich würde sagen, das beschissenste Franchise überhaupt, weil man muss so vielen Fans gerecht werden. Sorry, dass ich gerade dieses Wort benutzen musste, aber man muss so vielen Fans gerecht werden, die die Filme lieben, die die Bücher lieben, die auf die Cons gehen, die alle vorherigen Spiele gespielt haben, die jetzt dann auch Star Wars The Old Republic spielen werden. Natürlich enorm viel Erwartung da reinsetzen, wo man wirklich schon klitzekleine Sachen dafür sorgen können, dass sie dann sagen, mein Gott, das ist nicht mehr Star Wars, was ich hier spiele. Und das ist natürlich für den Entwickler, für BioWare, ist das richtig, richtig viel Arbeit, weil man weiß ganz genau, wenn man ein neues Spiel herausbringt, was noch niemand kennt, hat man noch alle Möglichkeiten. Wenn man aber auf einem Franchise aufbaut, besonders eines, das so intensiv ist wie Star Wars, dann muss man sich schon ganz schön reinhocken. Aber bleiben wir mal bei Age of Conan. Ne? Conan der Barbar war früher ein cooler Film. Ich freue mich schon auf das Remake, ne? Conan the Barbarian. Gucken wir mal, was die Jungs da raushauen werden. Und ja, wie gesagt, sobald das Spiel unrated ist, werde ich es auch auf alle Fälle mal anzocken. Ja, mehr erfahrt ihr dann bestimmt auf playmassive.de. Und im Playcast. Das sowieso. Und im Livecast, ne? Gibt's ja auch noch. Darf man ja nicht vergessen an dieser Stelle. Aber, liebe Draki, weißt du, was wir an dieser Stelle auch nicht vergessen dürfen? Was denn? Ja, was kommt denn jetzt? Jetzt an dieser Stelle immer. Die Short News. Spieler von Argo Online, die während ihrer Abenteuer im 23. Jahrhundert nach dem 4. Weltkrieg ein Auge für die besonders schönen Plätze und Landschaften der Spielwelt haben, kommen dank einer neuen Aktion der Betreiber nun voll und ganz auf ihre Kosten. Auf der aktuellen offiziellen Webseite ruft man die Fangemeinde nämlich dazu auf, die schönsten Orte und Eindrücke von einem beliebigen Aussichtspunkt aus mit einem Screenshot festzuhalten. Pro Account können dann maximal 2 Screenshots per E-Mail an argo-events@alaplaya.eu gerichtet werden. Alle Teilnehmer erwarten Grace of Life Items und eine Grace of Life Box. Erfahrungspunkte bleiben bei beiden Items nach dem Ableben erhalten. Zusätzlich vergeben die Macher noch Tränke zur Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit um 30% sowie einen EP-Bonus von 25%. Boah. Ja, Rift. Es gibt bald kostenlose Charaktertransfers, liebe Leute. Nämlich mit dem Patch 1.3, der wahrscheinlich noch diesen Sommer erscheinen wird, werdet ihr oder beziehungsweise alle Rift-Spieler die Möglichkeit haben, zweimal pro Woche kostenlos ihre Charaktere zwischen den Servern hin und her zu wechseln. Dabei gibt es quasi gar keine Limitierungen, außer eben dieses zweimal pro Woche, weil man das Serverhopping verhindern will. Aber ne, es werden alle Daten von euch übernommen und ihr könnt das immer und immer wieder machen. Und das Coole ist eben, dass es kostenlos ist. Ne? Wir kennen das ja aus anderen Spielen, da kostet das Geld. Oder ihr könnt nur von einem stark besiedelten Server, einem dünn besiedelten Server. Das ist bei Rift völlig egal. Egal, von wo ihr kommt, wohin ihr wollt, es bleibt kostenlos. Wie gesagt, nur zweimal pro Woche ist dies möglich. Und ja, das Ganze kommt, wie schon gesagt, Beginn diesen Sommers. World of Tanks. Einen ordentlichen Grund zur Freude haben nun die Entwickler und Betreiber des Panzer-MMOs World of Tanks Wargaming.net. Den entsprechenden Anlass hierzu liefern die neuesten Zahlen registrierter Accounts, die sich allein in Russland auf 2 Millionen belaufen. Bezieht man nun noch Europa und Nordamerika mit ein, so erhöht sich die enorme Menge nochmals um rund 1 Million Accounts. Nicht schlecht, Glückwunsch. Ihr habt Bock auf Terra, ich auf alle Fälle. Und wir waren für euch live in Berlin und haben ja mit Henning Schmidt, dem Product Manager von Frogster, für Terra ja ein kleines Video gedreht, nämlich eine Videopräsentation in Full HD, 14 Minuten lang, zeigt uns der gute Mann, ja, wie das in Terra so abgehen wird. Natürlich, die Grafik ist bombastisch und macht richtig, richtig Hunger. Ja, schaut's euch an auf playmassive.de. Forsaken World. Perfect World Entertainment kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung eine Ladung mit frischem Content für das kostenlose MMORPG Forsaken World an.
Die kommende Inhaltserweiterung trägt den Titel Blick des Larex und bringt das absolute Böse in die virtuelle Welt. Larex hat die Kontrolle über die alten Katakomben in den Tiefen des finsteren Sumpfgebietes des schlafenden Dschungels erlangt und korrumpiert die einheimische Bevölkerung für seine Zwecke. Eure Aufgabe wird es sein, die Bevölkerung von dem Übel zu befreien und wieder Licht in die Finsternis zu bringen. Battlestar Galactica Online, wie Publisher Big Point einer aktuellen Pressemeldung zu dem kostenlosen browserbasierenden MMOG Battlestar Galactica Online verkündet, haben sich bereits über 2 Millionen Spieler innerhalb der letzten 3 Monate für das Spiel registriert. Denn so lange ist ja das Spiel weltweit offiziell verfügbar. Wir sagen Glückwunsch! TLBB, Betreiber Shangyu, gibt in einer aktuellen Pressemitteilung zu dem kostenlosen MMORPG TLBB bekannt, dass sie in einer Zusammenarbeit mit Razer tolle Preise abstauben können. So werden 2 Razer-Events stattfinden. Bei dem Razer Relay Battle müsst ihr in einem Wettbewerb im Team arbeiten und zusammen kooperieren, um zu gewinnen. Ein Gegenstand muss von A nach B transportiert werden. Dabei werden euch jedoch zahlreiche Monster aufhalten. Wer in ganzen Stücken als erster über die Ziellinie läuft, staubt Razer Merchandise und Ingame-Event-Items ab. Außerdem findet das TLBB Tower Tournament statt. Hierbei müssen Spieler ab Stufe 79 in einem Team den Turm verteidigen. Wer bei diesem gefährlichen Event gewinnt, stoppt unter anderem eine Razer Naga Molten Maus ab. Ich glaube, ich muss damit. Brauch mal ganz flott einen Level 79 Account. Hat mal einer einen? Den habe ich leider nicht, aber ich habe eine wunderbare neue News für Wakfu. Wie an Karma Games in einer aktuellen Pressemeldung bekannt gibt, wurde gestern am 25.05., muss ich gerade mal mit dazu sagen, ein neues Content-Update auf die Server des kostenlosen MMORPGs Wakfu übertragen. Dieses befindet sich derzeit noch in der Open-Beta-Testphase. Der Patch brachte mit den Zeitzauberer und dem Berserker unter anderem 2 neue Charakterklassen mit sich. Außerdem erlauben es die neuen Arcade-Dungeons in einem Leitersystem gegeneinander anzutreten. Die besten Spieler aller Nationen können ihren Namen und eine Statue am Eingang der Dungeons wiederfinden. Zudem wird ab sofort die Beliebtheit des amtierenden Gouverneurs gemessen. Ist ein Gouverneur in seiner Nation sehr beliebt, wird ihm zu Ehren eine Statue im Hauptquartier errichtet. Ist er jedoch sehr unbeliebt, wird er abgesetzt und es finden Neuwahlen statt. Das finde ich gut. Das sollte es doch auch mal woanders geben. Black Prophecy, Publisher Gamigo, gibt auf der offiziellen Webseite des Sci-Fi-MMORPGs Black Prophecy bekannt, dass ein neues monatliches Content-Update auf die Spieleserver übertragen worden ist. Dieses hatte wieder einige Neuerungen und Änderungen mit im Gepäck. So könnt ihr euch beispielsweise über satte 10 neue Missionen für Spieler verschiedenster Stufen freuen. Es gibt neue Ressourcenmissionen und Jobs, bei denen Töten, Absuchen, Ausliefern und Interagieren gefragt sind und die im Team erledigt werden können. Sämtliche Einzelheiten könnt ihr den offiziellen Patchnotes entnehmen. Neue Daily Quests bei Mythos. Ja, viele von euch haben es schon festgestellt, der Level-Content in Mythos ist leider nicht ganz so fluffig, wie man es gerne hätte. Sehr oft muss gegrindet werden und da will Frogstar jetzt Abhilfe schaffen und ja, implementiert deswegen ab demnächst die ja, täglichen Quests an entsprechenden schwarzen Brettern. Finden Reisende ab Level 15 dann 3 täglich lösbare Quests. Bis Absolvieren dieser kommen die Spieler in den Genuss von Ingame-Währung und einem 60 Minuten anhaltenden Erfahrungsschub, der die doppelte EP-Menge liefert. Damit die Schwierigkeiten mit dem Anstieg des eigenen Levels nicht auf der Strecke bleibt, erhöht sich der Anspruch mit dem Stufenplus. Na, das klingt doch nach einer Lösung. Bounty Bay. Publisher Frogstar verkündet in einer aktuellen Pressemitteilung zu dem kostenlosen MMORPG Bounty Bay Online, dass jede Menge neuer Content in Sicht ist. So steuert das Spiel einer neuen Inhaltserweiterung entgegen. Diese hält unter anderem unbekannte Welten, mächtige Schiffe und neue fordernde Abenteuer für euch bereit. Im Juli erscheint das Update und bringt euch mit gleich 3 neuen Schiffen die Möglichkeit, im Team oder als Einzelkämpfer in imposanten und spannenden Seeschlachten zu messen oder direkt gegen die vorrückende spanische Armada anzutreten. Faxion Online. Das Ende der Welt ist da, feuerfrei für den Spielstart. Es ist soweit, das Ende der Welt, wie ihr sie kanntet, ist gekommen. Spieleschmiede UTV True Games hat den Startschuss für das kostenlose MMORPG Faxion Online erteilt und ihr könnt ab sofort die virtuelle Welt ausgiebig erkunden. UTV True Games bringt mit Faction Online oder Faxion Online ein MMORPG, das an den Kampf zwischen Himmel und Hölle anknüpft. Die Spieler können sich natürlich eine der beiden Parteien anschließen und sich Schlachten um Territorien liefern. Dementsprechend kommt natürlich auch PvP-Funktionen nicht zu kurz. Das Kampfsystem fällt recht actionlastig aus. Obendrauf gibt es die üblichen Funktionen wie Gilden, Quests, Gruppen und Dungeons. Klassisch. Star Trek Online. Cryptic Studios verkündet auf der offiziellen Webseite des Sci-Fi-MMORPG Star Trek Online,
dass ab sofort ein zeitlich begrenztes Sparangebot nutzen könnt. In Zusammenarbeit mit Steam wurde das Spiel drastisch um Preis gesenkt und ihr könnt es nun bei Steam für 2,75 Euro auf eurem PC runterladen. Zum Reinschnuppern also ein günstiges Angebot für alle, die bis jetzt noch nicht das Star Trek-Universum angetestet und wieder weiter erkundet haben. Allerdings muss erwähnt werden, dass es sich dabei nur um eine englischsprachige Spielversion handelt und eine Kreditkarte für weitere Bezahlungen benötigt wird. Natürlich waren wir bei Play Massive nicht faul gewesen und so findet ihr bei uns auf der Homepage einen Artikel, der sich ja mit Itemshops befasst und mit der Frage, ja, Kaufrausch oder Gruppenzwang. Und es gibt ein neues Gewinnspiel und zwar diesmal zu Argo Online. Und zwar könnt ihr Poster, Gewinncodes und eine Steampunk-Wanduhr erhalten. Ja, wie könnt ihr daran teilnehmen? Natürlich müsst ihr auf playmassive.de registriert sein und dann schreibt ihr ja in unser Forum, ne, eine private Nachricht mit dem Titel Argo Online Wanduhr an den User Gewinnspiel. Natürlich darf auch eure Postanschrift nicht fehlen. Und ja, bis zum 6. Juni, 12 Uhr, ist das Ganze möglich und ja, vielleicht habt ihr ja Glück. Ich will auch eine Steampunk Wanduhr. Na, dann solltest du natürlich jetzt dich ins Forum begeben. Aber ich glaube, Mitarbeiter und Quasi-Mitarbeiter sind ja von dem Gewinnspiel ausgeschlossen. Ich fühle mich diskriminiert. Okay, dann darfst du nie wieder eine Playcast-Ausgabe mitmachen, keine Livecast-Ausgabe mehr mitmachen, aber du hast die Chance auf eine Wanduhr. Ich glaube, dann steinigen mich unsere Hörer. Das glaube ich auch. Ich glaube, das würden die nicht gut finden. Ja. Aber, liebe Hörer, ich weiß, was ihr auch nicht gut finden werdet. Wir kommen zum Ende für heute. Ja, und ja, es ist spät und ich würde mal... Ja, verdammt. Und wie der Juga gerade schon versucht hat zu sagen, bevor ich mir meine rechtmäßige Abmoderation wieder zurückgeholt habe, wünschen wir euch jetzt eine gute Nacht, einen guten Resttag, einen guten Abend und noch einen restlichen guten Morgen oder wann auch immer uns hier hört und sagen für heute Tschüss und das sagen... Ja, der Juga. Und ich, die Draki. Und wir freuen uns natürlich aufs nächste Mal, erstmal im Playcast und dann auch bald wieder im Livecast. Bleibt uns treu, wir bleiben's euch auf alle Fälle. Bis denn dann. Tschüss. Tschüss.